Pasta mit Petersilienpesto. Pasta mit weißen Bohnen. Pasta all'arrabbiata. Pasta all'amatriciana. Und Pasta zum Mitnehmen ins Büro. Also Sie sehen Pasta in jeder Menge. Kommen Sie mit in unsere Pastaküche. Wir haben Ihnen ja Pasta versprochen und es geht eigentlich immer damit los, dass man ein Wasser aufsetzt. Und dann ist immer die Frage, was ist eigentlich besser in der Küche, Gas oder ein Elektroherd? Und da sagen wir mal ganz frech, was anderes. Keins von beiden, sondern wir benutzen heute Induktion. Also, wir kochen natürlich schon auch mit Strom, aber der wird hier besser ausgenutzt in der Induktion als im normalen Elektrokochfeld, worunter wir ja entweder eine Platte verstehen, so eine Eisenplatte, oder dieses Ceranfeld, unter der Heizschlangen arbeiten und die dann die Oberfläche erhitzen. Und darauf stellt man den Topf und dann wird der Topf erwärmt und dann kann das Wasser ins Kochen kommen. Es verbindet also die Induktion, die Vorteile vom Gas mit denen von Elektro, aber ohne deren Nachteile. Und das ist einfach genial. Und es passiert so, dass durch ein Magnetfeld, was ganz schnell hin und her pulsiert, der Topf selber bzw. der Pfannenboden ganz schnell erhitzt wird. Die Moleküle springen hin und her, es gibt Reibungswärme und die entsteht wirklich nur im Topf. Das heißt, der Herd selber wird gar nicht heiß. Aber dafür wird es im Topf heiß, wenn ich ihn jetzt anstelle, denn ich muss ja die Pastasoße machen und die muss genauso schnell fertig werden, wie das Wasser kocht. Und wenn ich jetzt den auf volle Pulle schalte, dann hört man, wie das arbeitet. Ein wenig Öl in die Pfanne. Muss man auch aufpassen, nicht mit einer beschichteten Pfanne auf die Induktion gehen, anschalten und dann erst anfangen zu hacken. Weil das geht, sehen Sie, wie heiß das ist? Schön heiß. Das geht so ruckzuck, dass Ihnen die Pfanne zerstört wird durch die zu große Hitze, wenn Sie da nicht sofort was reintun. Und auch dann gleich mit der Hitze runtergehen. Denn mehr als brutzeln soll es ja nicht. Ich habe jetzt eine Zwiebel fein gewürfelt, drei Knoblauchzehen fein gehackt. Jetzt habe ich zwei Stangen Sellerie gewürfelt, die werden auch mit angedünstet. Es kommt ein bisschen Salz dazu. Gib mal ein bisschen Pfeffer dran, bitte. Und eine ganz kleine Prise Zucker tue ich auch noch rein, damit die mit ihrem Karamell noch einen kleinen herben Biss macht. Und dann habe ich hier wunderbare Auberginen. Die kriegt man bei uns ja nicht so häufig. Die kriegt man leider nicht so häufig. Die kriegt man eigentlich bei italienischen Händlern. Weil die kommen aus Italien und dort weiß man, wie... Aus der Türkei übrigens auch. Ja, die auch, aber die sind dann dunkler. Wenn Sie ein bisschen mit Ihrem Gemüsehändler sich gut stellen, dann kann er die nämlich vom Großmarkt mitbringen. Ich bin immer so erstaunt, dass die gar nicht mutig genug sind, und nicht auch mal interessantere Gemüse bringen. So, dann so, hier, warte mal, hier sieht man jetzt ganz deutlich, das ist jetzt auf mittlerer Stufe und hält sehr präzise die Hitze auf dieser Stufe. Das ist mit Gas nicht so gut. Da ist es sehr leicht mal ein bisschen zu viel, mal ein bisschen zu wenig. Und wenn man noch weiter runter geht, dann wird es ganz schwierig. Da muss man ja mal eine Scheibe dazwischen legen oder irgendwas, einen größeren Abstand wählen. Genau. Und dieses hat man natürlich hier überhaupt nicht. Das ist im unteren Bereich hochpräzise. Und andererseits geht es auch sehr schnell. Man sieht jetzt hier unten schon die Bläschen aufsteigen. Es ist also gar nicht viel Zeit vergangen. Und Sie sehen, es wird gleich ins Kochen kommen. Also so und schnell. Das bei einer so großen Menge Wasser, das ist natürlich schon ein Riesenvorteil gegenüber der klassischen Methode. Das und wenn man einen anderen Herd hat, einen langsamer arbeitenden Herd, dann macht man ja sowieso das Nudelwasser am besten im Wasserkocher heiß, gibt nur ein bisschen Wasser in den Nudeltopf und das andere aus dem Wasserkocher dann dazu. So, ein bisschen Speck, luftgetrockneter Speck, ist in diesem Zusammenhang besser als der geräucherte bei Räuchergeschmack. Passt eigentlich nicht so gut zur Pasta. Und das jetzt schön 5 Minuten bräteln lassen, bevor wir die Tomatensoße dazugeben. So, jetzt kocht es gewaltig. Und wenn ich jetzt ausschalte, schauen Sie, sofort hört es auf zu kochen, was wir allerdings gar nicht wollen, denn jetzt kommen ja die Nudeln rein. Ich gehe also wieder auf normale, starke Funktion. Dann wird kräftig gesalzen. Das ist wichtig. Sehr häufig wird die Pasta viel zu wenig gesalzen. Und wenn sie dann nachher langweilig und lahm schmeckt, dann fragt man sich warum. Aber das ist meist der Grund. Ich habe inzwischen ein bisschen
passierte Tomaten aus dem Glas in meinen Sugo getan. Und jetzt brauche ich natürlich ein Schlückchen Wein. Das willst du einen Weißwein oder einen Rotwein? Ich hätte lieber einen Weißwein. Der Rotwein, der färbt es immer so dunkel. Ich nehme mir auch ein bisschen vom Nudelwasser. Aber der Wein soll mir noch ein bisschen Geschmack geben. Und das lassen wir jetzt so? Ja, das reicht schon. Leise vor sich hin köcheln. Und wenn dabei zu viel Flüssigkeit verkocht, einfach noch mal ein Schüsschen Wasser oder Wein dran gießen. Und so wird es immer konzentrierter. Und zum Schluss ist es eine cremige Soße, die sich um die Pasta wickelt sozusagen. Wie lange die Pasta braucht, steht ja immer auf der Packung drauf. Und da kann man sich auch verlassen. Und man kann es mit dem Finger probieren. Oder man kann, ja. Ich empfehle nicht die Methode aus Italien, dass man ein Spaghetti nimmt und an die Decke schmeißt. Und wenn er haften bleibt, dann ist gut. Sondern ich probiere es dann lieber. Und jetzt nehmen wir die Pasta, lassen sie gar nicht richtig abtropfen, sondern nehmen sie mit Tropfwasser in die Pfanne, in der der Sugo ist. Und dann wird das alles vermischt. Und du bist so lieb und gibst mir gleichzeitig die Petersilie hier oben drauf. Sehr schön. Und dann ein kleines bisschen Käse. Ich habe schon was gerieben. Also ein bisschen Käse gleich. Ja, der sorgt dann auch gleichzeitig für eine gute Verbindung. Und den Rest des Käses stellt man dann einfach auf den Tisch, weil manche Leute wollen mehr, manche weniger und manche wollen gar keinen Käse. So ist es. Und dann hole ich mal den Teller. Und es ist nämlich so, dass die Gäste auf die Pasta warten müssen und nicht etwa die Pasta auf die Gäste. Jetzt ist der allerbeste Zustand und so muss sie serviert werden und gleich gegessen. Und jetzt machen wir eine Pastasauce oder ein Ragout, was man ganz einfach auch zum Stückchen Brot essen kann. Hier wird jetzt ein bisschen Zwiebel mit Knoblauch in etwas Olivenöl angedünstet. Und ich habe inzwischen das Putenfleisch in schmale Streifen geschnitten. Und jetzt kommt wieder dieser berühmte Trick. Ich nehme ein bisschen Speisestärke, die ich hier drüber stäube. Und jetzt kriegt es diese Hülle von Speisestärke, die beim Anbraten in der Pfanne dafür sorgt, dass sich sofort mit dem Eiweiß zusammen sich verbindet und einen kleinen Schutzfilm bildet, der das Fleisch dann schön saftig hält. So, das kommt jetzt in die Mitte. Noch ein ganz kleines bisschen Öl doch. Dann ordentlich anbraten und gleich würzen. Erst mit Pfeffer und dann mit Salz. Und jetzt kommt ein bisschen Spinat dazu und den lassen wir in der Pfanne einfach zusammenfallen. Und auch gleich ein paar Krümel Salz obendrauf, weil das bewirkt, wenn das zusammen mit der Hitze in Berührung kommt, bewirkt das Salz, das Spinat, seine grüne Farbe behält. Gib mir mal ein Löffelchen Nudelkochwasser hier rein. Ja. So, jetzt fällt es zusammen. Köchelt ein bisschen. Ich habe jetzt hier grobe Rigatoni genommen. Muss gar nicht so doll abtropfen. Einfach rein damit. Jetzt. Und jetzt kommt der ganze Käse rein. Ja. Ich weiß, dass du das nicht magst, aber es dient dem Wohlgeschmack, glaub es mir. Und jetzt kommt das, was du nicht gerne machst. Jetzt muss man es nämlich so mischen, dass wirklich alles sich verbindet. Und dieses bisschen Nudelkochwasser, das sorgt dafür, dass eine richtig kleine Soße entsteht. Und dann kann sofort serviert werden. Und dazu gibt es einen Grauburgunder. Ich habe einen aus der Pfalz gewählt, kann natürlich auch vom Kaiserstuhl sein und sich Ruländer nennen eventuell, aber trocken sollte er sein und eine Spätlese, das wäre gut, denn man braucht jetzt hier schon ein bisschen den kräftigen Wein, damit das eine perfekte Harmonie ergibt. Und jetzt machen wir noch einen Nudelsalat, den man bequem mit ins Büro nehmen kann. Dafür nehme ich die gekochten Nudeln, die in diesem Fall sogar nach dem Kochen auch abgespült werden dürfen, damit sie eben nicht zusammenkleben. Und ein Löffelchen Öl darf man auch drunter rühren. Dann habe ich hier die eingeweichten getrockneten Tomaten fein gewürfelt. Die kommen nun hinzu. Eine schöne dicke Frühlingszwiebel, die schon eine Zwiebel gebildet hat. Die Hälfte davon fein gewürfelt, das Grün in feine Ringe geschnitten. Eine frische Tomate in kleine Würfel geschnitten und habe die Kerne in einen Mixbecher gefüllt.
Da kommen hinzu jetzt die andere Frühlingshälfte, Zwiebelhälfte und eine Knoblauchzehe, eine ordentliche. Und das wird jetzt mit einem Löffelchen Mayonnaise. Aha, da kommt sie wieder zum Einsatz. Genau, da sieht man, wie oft man die braucht. Dann brauchen wir ein bisschen Pfeffer. Salz ist, glaube ich, in der Mayonnaise diesmal genügend drin, nicht wahr? Ja, und willst du noch irgendwas an Säure sonst dazu finden? Da brauchen wir noch ein bisschen Balsamico. Zu den Tomaten ist das ja wirklich und einen wunderbar. Kleinen Schuss Mildenessig. Und jetzt kann man das einfach glatt mixen und alles miteinander vermischen. So, ich habe außerdem hier noch, das schützt du mir drüber, den Löffel zum Umwenden, alles mischen und jetzt einfach nebenan ein paar gewaschene Radieschen, damit man auch noch was Knackiges hat. Dann kommt der Deckel drauf, kalt stellen bis zum nächsten Morgen und mitnehmen ins Büro. Und sogar einen frischen Teller Pasta können Sie sich im Büro machen, auch wenn Sie keine Kochstelle haben. Es genügt ein Wasserkocher. Sie glauben es nicht? Mehr als so eine Box brauchen Sie nicht. Da haben Sie dann zu Hause alles vorbereitet. Das Wasser kocht. Wir haben hier die gekochten Spaghetti. Die habe ich diesmal ausnahmsweise, ist es jetzt erlaubt, mit einem Löffel Olivenöl vermischt, damit sie nicht zusammenkleben. Und jetzt fülle ich das einfach aus mit kochendem Wasser und lasse es kurz durchziehen, damit es warm wird. Ich habe zu Hause vorbereitet die Cocktailtomätchen, nur gehalbiert, mit ein bisschen Pfeffer gewürzt und Olivenöl. Und ich habe hier die Kräuter schon klein geschnitten, einfach mit so einem nassen Küchenpapier oben drauf. Und hier unten drin, da ist frischer Parmesan, frisch gerieben. Erst schütten wir mal das Wasser ab. Sie müssen ja nicht absolut trocken sein. Jetzt kommt hinzu der geriebene Käse mit den Kräutern. Es kommen hinzu die Tomätchen mit dem Olivenöl. Ein bisschen Salz. Und jetzt kannst du das wie ein Wilder durchmischen. Ich lege noch zwei hübsche Salatblätter auf meinen Teller. Also ich bin sicher, Ihre Kollegen werden neidisch sein. Super. Guten Appetit. Und nach der Arbeit, da fahren wir jetzt in Urlaub. Und zwar in die Hauptstadt des Pasta-Landes Italien, nach Rom. Natürlich darf auf dem römischen Tisch keine Pasta fehlen. Und wir zeigen, wie schnell das geht, wenn ein Römer sie kochen will. Das heißt, Wasser kocht, Salz rein, ordentlich, nicht zu knapp, mehr Wasserkonzentration. Jetzt dann die Pasta rein. Wir haben diesmal schlanke Spaghetti genommen. Und es steht ja immer drauf auf der Packung, wie lange es dauert. 9 Minuten. Und in derselben Zeit, wie die Pasta braucht, um gar zu werden, wird unser Sugo fertig sein. Der beginnt damit, dass Speck in die Pfanne kommt. Und zwar ist ganz wichtig, die Italiener nehmen gerne Guanciale. Guanciale ist das Kinn vom Schwein, nicht die Backen, wird manchmal falsch gesagt. Und es hat einen wunderbaren Geschmack, weil es wird nur eingesalzen und wird dann sozusagen luftgetrocknet. Relativ große Würfel, damit sie schön kross außen werden und innen noch saftig bleiben. Und dann kommt auch gleich hinzu eine schön gewürfelte Zwiebel, wenn du so lieb bist. Hätte ich ein größeres Messer genommen, könnte ich es besser transportieren. Ja, bitte sehr, darf ich dir behilflich sein? Das geht schon. So, die Zwiebeln auch schön mitrösten. Und dann, ups, warum ist der Deckel hier drauf? Ich habe ihn draufgelegt, damit die runtergehen. Einmal umdrehen, damit sie auch wirklich überall auseinandergehen und nicht aneinander kleben. Wir können jetzt, bitte Knoblauch dazu, wir können mit der Hitze jetzt ein bisschen runtergehen. Und lassen es aber trotzdem noch ein bisschen rösten. Ich gebe dir hier schon mal die Lorbeerblatt dazu. Zwei sogar. Und werde ein bisschen Basilikum hacken. Ja, und ich tue auch noch Schluss ein bisschen Oregano dran. Ein ordentliches Gewürz darf ruhig sein. Ich tue trotzdem ein bisschen Tomatenkonzentrat rein. Einfach so einen Löffel mit Rösten auch, damit es konzentrierter wird und damit auch die Farbe schön intensiv wird. Und dann darf auch schon, wenn es richtig angeröstet ist, die Soße, die wir vorhin gekocht haben, die jetzt ja auch schon ordentlich gewürzt ist und deswegen da einen guten Geschmack bringt. Und das lassen wir jetzt eine Weile durchschmuggeln, bis die
Nudeln fertig sind. Also ob sie wirklich gar sind, die Spaghetti, muss man natürlich trotzdem testen. Auch wenn die Uhr sagt, es müsste soweit sein. Sie sollten einen ganz zarten Biss noch haben und das ist genau erreicht. Das heißt, raus damit. Entweder im Sieb abgießen oder mit einer Siebkelle rausheben und gleich zur Soße rüberheben. Dann kann man alles mischen und anrichten. Und die Gäste müssen am Tisch sitzen. Ich muss hier das doch auf dem Basilikum bestehen. Aha, ja, her damit. Jetzt alles mischen. Ach so, die Lorbeerblätter, die fischen wir natürlich noch schnell raus. Die müssen wir jetzt nicht mitessen. Ich sage, das ist ein Duft. Das müsste man fast schon riechen, auch übers Fernsehgerät hinweg. Ja, und ich habe unglaublich praktisch das einfach auf ein Küchenpapier, den Käse gehobelt. Jetzt. Und wie viel willst du jetzt von dem Käse auf deiner Portion haben? Ich mach's mir selber. Du machst es dir selber. Sehr gut, dann kümmere ich mich um den Wein. Sei so nett und du kriegst keinen Käse. Dafür kriegt er mehr Soße. Das finde ich sehr gerecht, ja. Und du kriegst hierzu einen Wein, das ist ein Montepulciano d'Abruzzo. Ist die Rebsorte und der kommt aus den Abruzzen, wird angebaut bis runter nach Apulien. Herzhaft, kräftig, sehr anständig. Sehr natürliche, reife Süße, sehr angenehm. Wunderbar. Ein geschmeidiger Wein zu einem herzhaften Essen. Beim Pastakochen geht es immer damit los, dass man einen großen Topf Wasser aufsetzt. Das Wasser kocht. Ich habe hier schon die Pfanne auf dem Herd und 30 Gramm Speck in feine Streifen geschnitten. Die dürfen in ganz wenig Öl, in einem Löffel etwa, dürfen die ein bisschen ausschwitzen und ihr eigenes Fett abgeben. Und die Spaghetti kommen in das kochende Wasser, was wir vergessen haben zu salzen. Deswegen müsste sofort gesalzen werden. Das ist ja die größte Sünde überhaupt. Spaghetti schmecken nur so gut, wie gutes Wasser gesalzen ist. In Italien nimmt man oft mehr Wasser. In die ausgelassenen Speckwürfel eine schöne, große oder zwei kleinere Zwiebeln in Ringe geschnitten, die dann nachher, wenn sie sich aufgelöst haben, ja eher dann auch Spaghettiform haben. Was außerdem noch hinzukommt, ist eine Lauchstange, ebenso in feine Streifen geschnitten. Das Dunkelgrün ist bereits im Suppentopf gelandet. Und jetzt sieht man auch gleich, wie hübsch das aussieht. Und ich schneide zwei Knoblauchzehen in kleine Würfel. So, mehr braucht man da überhaupt nicht. Gleich salzen. Und eine Prise Zucker hinzufügen. Der soll karamellisieren und dadurch noch mal ein bisschen den Geschmack verstärken. Jetzt kriegst du den Knoblauch. Wenn alles richtig angedünstet ist und man sieht, dass die Lauchscheibchen nur noch Streifen ergeben, dann können wir mit ein bisschen Tomatenkonzentrat der Sache einen kleinen Aromakick verleihen. Schön mitrösten, also zerdrücken am Pfannenboden und dann mischen. Und schließlich mit einem Löffelchen Brühe oder einfach Nudelwasser angießen. Und jetzt kommt der echte Kick dazu. Und zwar habe ich zwei frische Thai-Chilischoten. Die sind schön scharf. Die habe ich entkernt, dann sind sie nicht ganz so scharf. Klein geschnitten, das kommt jetzt hier rein. Sie können natürlich auch getrocknete Chili nehmen und die zum Beispiel ein bisschen zerbröseln. Aber dann haben sie meistens die Kerne mit. Auf den Pfannenboden und dann ein Tropfen Öl noch dazu, damit die Chilis rösten, weil sie geben noch mehr von ihrem Aroma ab und verlieren von dieser bösen Schärfe. Behalten nur noch die liebe Schärfe. Sehr schön. Gibst du mir noch mal einen Schöpfer von dem Nudelwasser? Und dann wäre nämlich unser Sugo praktisch fertig. Der ist schneller fertig, als die Nudeln gekocht sind. Den können wir jetzt reinschalten und nur noch leise simmern lassen, bis die Pasta gar ist. So, jetzt sind genau 10 Minuten vergangen. Und trotzdem ist es besser, Sie probieren noch mal, ob Ihnen der Biss auch passt. Ja, dann guck mal, ob dir der Biss passt. Ja, ich habe schon gepasst. Also. So, wunderbar. Du kommst mit dem hier rein. Abtropfen, aber eben nicht richtig abtropfen, sondern mit so viel Tropfwasser wie nur möglich. In die Pfanne mit unserer Soße.
Dann gleich ein bisschen geriebenen Käse drauf. Und jetzt das alles gründlich mischen. Und ruhig noch mal ein Löffelchen Kochwasser dazugeben. Und ich kann schon mal anrichten. Könntest du so lieb sein, mir einfach die Teller mal ein bisschen näher reichen? Dann komme ich da besser. Achtung, sonst kleckere ich den Rand voll. Das wollen wir doch nicht. Das machst du auch so. Ja, schönen Dank. Gut. Und dann den nächsten Teller. Also damit kriegen Sie 4 bis 5 Leute aber bestens satt. Ja, wunderbar. Schön. Und du hast auch noch was zu trinken dafür vorgesehen. Ich habe dafür auch was zu trinken vorgesehen. Und zwar habe ich einen chilenischen Merlot. Er ist ganz weich, voll, rund, fruchtig und kostet sagenhafte 2,99. Da kann man nicht meckern. Das kann man wunderbar trinken. Absolut sauber gemacht. Ja. Schöner Duft, ganz klar rein. Also, dann wünschen wir guten Appetit. Und weil alle Menschen Pasta lieben und man sie damit glücklich machen kann, noch ein Pasta-Rezept. Diesmal nehmen wir so Penne. Das sind diese dicken, kurzen Macaroni. Das kochen wir in Salzwasser und wir brauchen einen Topf mit einem kleinen bisschen Olivenöl, ja, Oliven oder neutralem Öl, das, was Sie eben da haben. Und darin werden angedünstet wieder eine ordentliche große Zwiebel. Zwiebel ist einfach, es kostet nicht viel, aber es gibt immer ein tolles Aroma. Entweder mit der Butter oder mit dem Öl oder Speck verbindet sich das zu einem Duft, der einfach schon Lust aufs Essen macht. Naja, nicht umsonst ist Zwiebel das am meisten gegessene Gemüse der Welt. Außerdem brauche ich getrocknete Chilischoten. Die hat man immer, kann man immer im Vorrat haben. Den Stiel abmachen und dann aufzwicken oder halbieren und die Kerne rausschütteln. In den Kernen steckt nämlich eine doofe Schärfe. Die Aromaschärfe steckt in der Frucht. Und schließlich die weißen Bohnen. Die kaufen Sie getrocknet. Kaufen Sie sie bitte nicht in der Dose, weil das ist viel zu teuer erstens und zweitens schmeckt es nicht. Und natürlich brauchen die weißen Bohnen Zeit, um gar zu werden. Denn 2 Stunden mindestens müssen sie einfach, wenn man sie schon nicht eingeweicht hat, müssen sie einfach gar werden. Aber ganz langsam kochen. Und Sie brauchen aber nichts anderes zu machen, als die Bohnen aufzusetzen. Wenn Sie haben, ein bisschen Salbei rein, muss aber nicht sein. Eventuell auch eine Knoblauchzehe zufügen. Und bitte gleich salzen. Sie sollen gesalzen werden, dann werden Sie geschmackvoll. Und hart werden Sie nur, wenn Sie sprudelnd kochen. Wenn man Sie aber leise vor sich hin simmern lässt, dann bleiben Sie schön weich. So, ich nehme jetzt einfach gut abgetropften Bohnen. Und ich nehme nicht alle. Aus dem Rest machen wir nämlich noch was. Diese Bohnen werden jetzt mit den Zwiebeln zusammen gedünstet. Ein bisschen Nudelwasser oder Brühe dazu. Und das schön miteinander verschmurgeln, weil die Zwiebeln müssen sich jetzt noch mit den Bohnen verbinden. Gewürzt wird mit Salz, mit Pfeffer. Salz brauchen wir jetzt natürlich ja, nur maßvoll. Genau, mit Pfeffer vor allen Dingen. Die Salbeiblätter, mit denen ich die Bohnen gewürzt habe, die habe ich jetzt rausgefischt, aber die kann man einfach noch in Streifen schneiden und dann eben auch richtig mit untermischen. Und jetzt kommt noch ein bisschen Tomatengeschmack in Form von passierten Tomaten oder Tomatenpüree. Da reicht einfach eine Tasse voll. Das kann man ja im Tetrapack oder im Glas kaufen. Ja, das geben oder wir einfach dazu. Aus der Tube Tomatenmark geht auch. Ja, ein bisschen Tomatenmark geben wir auch dazu. Und damit wir auch wirklich alles aus dem Glas rauskriegen, ein bisschen Brühe oder Nudelwasser dran, ordentlich schütteln und das dazu. Und ich gebe gerne noch ein bisschen Konzentrat von den Tomaten dazu. Das muss ich jetzt natürlich auflösen. Rühren und bis die Pasta gar ist, ist das dann auch schön vermischt. Jetzt sind die Nudeln gar. Das waren jetzt 11 Minuten. Gib mir noch einen kleinen Tropfen, aber wirklich nur einen kleinen Tropfen. Ja, das ist fast schon was anhaftet an den Nudeln, an Kochwasser. Und jetzt kommt hier noch Petersilie. Ja, und noch ein kleines bisschen Parmesan. Und dann in tiefen Tellern servieren. Das macht Spaß, sage ich Ihnen, und es schmeckt umwerfend. Also ich bin ganz verrückt danach. Und dazu gibt es auch wieder ein Schlückchen Wein. Ja, und wie du siehst, ein Rotwein. Ja. Und der kommt aus Sizilien, aus der Rebsorte Nero d'Avola. Und den habe ich nun für sagenhafte 1,99. Na, da bin ich aber gespannt. Wunderbarer Wein.
Und jetzt machen wir noch ein P, 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 Petersilienpesto. Nicht Verstotterer. Aber ich mache dieses Pesto nicht mit diesem Gerät hier, was eigentlich das Übliche ist, mit einem Mörser und dem Pistil, da hat die Soße nämlich ihren Namen her, sondern mit dem elektrischen Stabmixer. Und die Pasta können wir gleich schon auf den Weg setzen, weil der Pesto ist schnell gemacht. Also ins kochende Wasser damit. Ich habe hier eine pfiffige Sorte aus geröstetem Weizen. Und es sind so gedrehte Nudeln. Also die sehen witzig aus und sie schmecken intensiver und kräftiger. Und der Pesto ist ganz schnell gemacht. Ich brauche 3 Knoblauchzehen. Die werden gequetscht. Das ist das Einzige, was man irgendwo richtig klein machen sollte. Dann kommen Petersilienblätter rein. Es ist natürlich ein italienisches Rezept und deswegen nimmt man glattblättrige Petersilie. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die Tomate brauchst du doch, ne? Ja, das ist eine gute Idee. Um sie zu häuten, tauche ich sie einfach ins Nudelwasser, hole sie dann nach 30 Sekunden wieder raus und bade sie in kaltem Wasser und dann lässt sich prima die Haut abziehen. So, und dann kommt rein Parmesan, den habe ich in Scheiben geschnitten, 40 Gramm, wird einfach ein bisschen zerbröselt. Sollte ein würziger Mürberkäse sein. Und 40 Gramm gehäutete Mandeln, die kann man ja so kaufen. Ups, ups. Dann kommt noch rein eine Chilischote, weil es ein Petersilienpesto ist, mal grün, auch wenn noch eine rote Tomate reinkommt. Dann ein bisschen Pfeffer und ein Scheifelchen Salz, nicht zu wenig. Der Petersilienpesto soll ruhig salzig sein. Ja, dann fehlt noch die Hauptzutat, die das Ganze verbindet, nämlich ein Olivenöl. Die Tomate hat ja kaum Kerne. Die können wir ruhig einfach so in den Mixbecher geben. Ja, ich zerpflück sie dir und dann kannst du loslegen. Kann ich sie matschen. Nur zu. So, jetzt komme ich auch auf die Petersilie und dann wird es grün. Die Pasta wäre fertig. Was ist mit dir? Ja, ich bin auch fertig. Dann kann ich ja schon mal anrichten. Weil nie sollen die Pasta auf die Gäste warten, sondern die Gäste lieber auf die Pasta. Und dann kann man von dem Pesto sich nach Wunsch ordentlich darüber verteilen. Das duftet. Das ist wirklich köstlich. Und obendrauf kommt jetzt nochmal, sozusagen um den Sommer zu verstärken, nachdem dieses jetzt schmeckt, kommt ein bisschen Olivenpüree. Und was Sie jetzt übrig haben hier an Pesto, das füllen Sie in ein Schraubglas und das streichen Sie sich das nächste Mal, wenn Gäste kommen, auf Crostini. Ja, und dazu gibt es einen Wein. Und weil die Pasta aus Apulien kommt, auch ein Wein aus Apulien, ein Negro Amaro, so heißt die Rebsorte. Und also sie wird immer schwarz und bitter. Ja, aber sie ist gar nicht schwarz und bitter. Sie hat also den Duft von Minze, so steht es auch auf dem Etikett, wunderbar beschrieben in blumigstem Italienisch. Die leidenschaftliche Würze von Cassis und die edle, aber eindringliche Duftnote von Himbeeren. Aber es ist wirklich toll. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, wir haben Ihnen Spaß auf Pasta gemacht. Und wenn Sie die Rezepte haben wollen, gehen Sie auf die WDR-Textseite 386, da steht's, wie es geht. Oder Sie abonnieren gleich unseren Newsletter, dann haben Sie nämlich noch vor der Sendung bereits alle Rezepte in Ihrem Computer. Bis dann also, tschüss. Tschüss.